Kinder und Jugendliche, die nicht zu Hause wohnen und bleiben können, finden Unterstützung und ein offenes Ohr beim Städtischen Institut für Erzieherische Hilfen, kurz SIE. Es ist eine Einrichtung des Jugendamts Dortmund und besteht seit 54 Jahren mit großem Erfolg. Die Gelsenwasser Stiftung unterstützt dabei das Projekt mit Stiftungsgeldern und leistet somit einen Beitrag zur Chancengleichheit. Martina Skender ist Geschäftsführerin von SIE und erklärt das Projekt so. Das Städtische Institut ist eine stationäre Jugendhilfeeinrichtung und besteht aus kleinen familienähnlichen Wohngruppen, 17 an der Zahl. Und zurzeit leben 63 Kinder in den Außenwohngruppen im Alter von 2 bis 19 Jahren. Die Kinder haben viele Beziehungsabbrüche, Traumatisierungen und Verhaltensauffälligkeiten. Und der Vorteil ist, dass die Pädagogen gemeinsam mit ihrer eigenen Familie und den Kindern in einer Wohngruppe leben. Die Kinder erleben einen familienähnlichen Alltag, erfahren aber auch pädagogische und therapeutische Unterstützung. Die Stiftungsmittel sind insbesondere für Jugendliche, die sich in der Verselbstständigungsphase befinden, sehr wichtig. Die Jugendlichen bekommen eine Stabilisierung durch die Stiftungsmittel, wenn beispielsweise Transferleistungen von Seiten der Behörden nicht gezahlt werden oder nicht pünktlich gezahlt werden. Insbesondere Jugendliche, die sich in Ausbildung befinden oder noch zur Schule gehen, können dadurch Fachliteratur kaufen, an Klassenfahrten teilnehmen, beispielsweise aber auch in Einzelfällen einen Laptop finanzieren. Die Stiftungsmittel sind eine große Hilfestellung, stabilisieren, aber bieten gerade jungen Menschen, die aus der Heimerziehung kommen, auch eine Chancengleichheit.